Es war keine Verschwörungstheorie, wenn man im Sommer angekündigt hat, man sieht Licht am Ende des Tunnels und als Bundeskanzler gleichzeitig gesagt hat, wir können uns keinen weiteren Lockdown leisten und in der Zwischenzeit drei weitere Lockdowns über das Land gezogen sind. Und dass Menschen bereits im vorigen Sommer kritisiert haben und davor gewarnt haben. Es war keine Verschwörungstheorie zu wissen, dass die Wirtschaftsministerin, auch besser bekannt als Kaufhaus-Gretel, direkt Aufträge an irgendwelche, weiß ich nicht, Glückshäfen vergibt, um damit Amazon, weiß ich nicht, mit ihrer Würstelbude irgendeine Konkurrenz zu machen, die sie da ins Internet gestellt hat. Es war keine Verschwörungstheorie. Misstrauen gegenüber einem Kanzler und einem Gesundheitsminister zu haben, die gesagt haben, niemand hat die Absicht, eine Maskenpflicht einzuführen in diesem Studio und zwei Monate später haben sie eine eingeführt. Niemand hat die Absicht, eine Testpflicht einzuführen und zwei Monate später haben sie eine eingeführt. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen und zwei Monate später war die Impfpflicht da und die 3G-Regel die sogenannte 3G-Regel fasst jetzt alles zusammen. Das heißt, wenn es nicht geimpft, getestet oder genesen darfst du in Wahrheit nicht mehr in kein Lokal mehr hineingehen, darfst du im öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen und die 8,2 Millionen Menschen in dem Land, die gesund geblieben sind, die haben wir komplett vergessen. Bei dieser kranken Regierung auch kein Wunder, dass sie die Gesunden im Übrigen nicht mehr sehen. Das war keine Verschwörungstheorie. Von Anfang an im vorigen Frühjahr zu warnen, Achtung, es kommt eine Maskenpflicht, Achtung, es kommt eine Testpflicht und Achtung, es kommt eine indirekte Impfpflicht. Und es war auch keine Verschwörungstheorie. Alle diese Maßnahmen von Hygiene Austria Vergabe, wo dann in China falsche Masken bestellt worden sind, das gesamte, die 100 aufgehobenen Verordnungen durch den Verfassungsgerichtshof des Herrn Anschober zu kritisieren, das ist keine Verschwörungstheorie. Das alles, was ich Ihnen skizziert habe, war traurige Realität in Österreich. Und wenn Sie dann daherkommen und jene, die aufrichtig auf demokratischer und friedlicher Basis dagegen, gegen diese Maßnahmen demonstrieren, diese als Covidioten oder als Gefahr für die Demokratie zu denunzieren oder zu verleumden viel eher. Und sage ich Ihnen, ich kenne derzeit nur eine Gefahr für die Demokratie in Österreich. Es gibt eine Partei, die die Medien schmiert, die Justiz bekämpft und das Parlament negiert. Alle drei tragenden Säulen der Republik. Und die sitzt zufälligerweise in der Bundesregierung. Das ist derzeit die einzige Gefahr für die Demokratie in dem Land.